Warte mal. Linus, wo bist du? Schwachstellen kennen kein Gut und Böse, aber Böse kennen Schwachstellen. Voilà. Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Ausschussreport zum, nein, nicht zum Digitalausschuss im Bundestag. Ausnahmsweise erzähle ich euch heute von einer Anhörung, die ging zwar um ein digitales Thema, fand aber im Innenausschuss statt. Weil das ein Thema ist, mit dem ich mich auch sehr viel beschäftige, nämlich das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, habe ich mich dort einwechseln lassen und habe zusammen mit meiner Fraktionskollegin Petra Pau diese Anhörung bestritten. IT-Sicherheit ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Insofern braucht es tatsächlich vernünftigere Regelungen, um uns alle besser zu schützen. Nach dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind im Moment Pi mal Daumen 1 Milliarde Varianten von Schadsoftware unterwegs. Jeden Tag kommen ungefähr 300.000 neue davon dazu. Vielleicht habt ihr es mal mitbekommen, dass teilweise Universitäten, Krankenhäuser, Behörden, aber auch ganz viele Privatpersonen oder kleinere Unternehmen betroffen waren durch zum Beispiel Erpressersoftware. Dass man eine kleine Schadsoftware reingeschmuggelt kriegt, dann verschlüsselt es die ganze Festplatte und man kommt an nichts mehr ran. Keine E-Mails, keine Fotos, kein gar nichts, alles verschlüsselt. Im Krankenhaus sind das zum Beispiel auch Patientendaten und dann wird es gefährlich für Leib und Leben. Um den Schutz vor solchen Angriffen geht es, aber hält dieses IT-Sicherheitsgesetz, der Entwurf für das Update eines 6 Jahre alten Gesetzes, überhaupt das, was es verspricht? Und da waren sich alle Sachverständigen einig, dieses Gesetz, das gehört in die Tonne. Der Verriss des IT-Sicherheitsgesetzes durch sämtliche Sachverständigen, auch die, die von CDU, CSU und SPD, also der Regierungskoalition, eingeladen worden waren, war so einhellig, dass Medien sogar berichteten, hier wurde Parlamentsgeschichte geschrieben. Ich lese euch mal ein paar Wörter vor oder Beschreibungen, die in der Anhörung von Sachverständigen so gefallen sind. Das ist ein Anti-Sicherheitsgesetz, sagte zum Beispiel ein Sachverständiger, ein Rechtswissenschaftler, den die CDU/CSU eingeladen hatte. Unsicherheitsgesetz wurde gesagt, oder das ist eine nicht anwendbare Placebo-Norm. Sie sei höchstwahrscheinlich verfassungswidrig, sie verstößt gegen die Grundsätze ordentlicher Rechtsprechung, sie ist ziel- und strategielos und alle waren sich einig, erfordert eine umfassende Überarbeitung. Das ist ein gewisses Problem, denn die Bundesregierung möchte dieses Gesetz unbedingt noch vor dem Sommer verabschieden. Jetzt könnte man ja denken, sind ja noch ein paar Monate hin, aber dieses Gesetz erfordert eine sogenannte Notifikation bei der Europäischen Union. Und die dauert 3 Monate und dann ist der Sommer gar nicht mehr so lange hin. Das können Sie, vermute ich, völlig vergessen. So kann das Gesetz auf keinen Fall durchgehen. In der Berichterstattung wurde das Ganze auch Ohrfeige für die IT-Sicherheitspolitik der Bundesregierung genannt. Diese Ohrfeige hat sich die Bundesregierung allerdings redlich verdient. Wir und alle anderen Sachverständigen haben das Gleiche kritisiert, was wir seit Jahren kritisieren. Zum Beispiel, dass das Vorgängergesetz, auch ein IT-Sicherheitsgesetz, nach 5 Jahren Inkrafttreten nicht einmal evaluiert worden ist, obwohl das im Gesetz so drin steht. Wie will man denn wissen, ob man ein gutes Gesetz macht, wenn man nicht mal evaluiert, wie es gelaufen ist? Da hat die Bundesregierung gesagt, nö, da gibt es ja jetzt ein neues Gesetz, dann rückwirkend, was soll das bringen, das zu evaluieren? Der Sachverständige Artuk von der AG Kritis, sehr nahe dem Chaos Computer Club, der fand das ein sehr merkwürdiges Argument. Er hat gesagt, jede Evaluation guckt doch nach hinten. Ich kann ja nur evaluieren, was in der Vergangenheit liegt und nichts in der Zukunft. Die Bundesregierung sieht das offenbar anders. Das war nicht das Einzige, was falsch war am Prozess. Viele der Sachverständigen haben auch kritisiert, dass Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft überhaupt nicht vernünftig einbezogen worden sind. Wahrscheinlich ein wichtiger Grund dafür, dass dieses Gesetz am Ende so scheiße geworden ist. Ich kann es nicht vornehmer ausdrücken. Da wurde zum Schluss nur noch 24 Stunden eingeräumt, um Feedback zum letzten Entwurf zu geben. Wie soll man denn in 24 Stunden ein 100-seitiges Gesetz analysieren und eine Stellungnahme dazu abgeben? Änderungen zu früheren Entwürfen waren ja nicht einmal gekennzeichnet. Aber worum geht es denn konkret? Was haben die Sachverständigen so alles kritisiert? Unter anderem haben sie bemängelt,
Was fehlt? Eigentlich, so Linus Neumann vom Chaos Computer Club, weiß man, was man machen muss, um alle Menschen besser zu schützen vor Gefahren, die über Software oder Hardware entstehen können. Zum Beispiel bräuchte es eine Meldepflicht für Sicherheitslücken, wenn zum Beispiel irgendeine Behörde eine Sicherheitslücke findet. Da ist aber was nicht nur zu wenig, sondern sogar zu viel im Gesetz. Da gibt es nämlich Ausnahmen, dass, wenn das BSI zum Beispiel erfährt von einer ganz bestimmten Sicherheitslücke, dass es, wenn Sicherheitsinteressen überwiegen, diese Sicherheitslücke gar nicht an die Hersteller zurückmelden muss im Rahmen eines sogenannten Responsible Disclosure Prozesses. Das heißt, man stellt nicht gleich ins Internet, hier iPhone, große Sicherheitslücke gefunden, dann würde man ja auch alle Kriminellen sofort in die Lage versetzen, diese Sicherheitslücke auszunutzen. Responsible Disclosure, also verantwortungsvolle Veröffentlichung, heißt, dass man den Hersteller erstmal vorwarnt, eine Gelegenheit zum möglichst schnellen Sicherheitsupdate einräumt, dann können sich die Leute dieses Internet-Update, das Software-Update runterladen und sind dann, wenn das Ganze richtig öffentlich wird, bereits geschützt. Das fehlt also, denn im Moment ist es so, dass das BSI Sicherheitslücken unter bestimmten Umständen zurückhalten soll. Für Manuel Artuk und für Linus Neumann gibt es solche Ausnahmen aber nicht, denn jede einzelne Sicherheitslücke schadet weltweit der Zivilgesellschaft und auch der Wirtschaft. Denn jede einzelne, die man geheim hält, verhindert man, dass sie geschlossen wird, so schnell wie möglich. Und die kann natürlich ausgenutzt werden. Linus Neumann hatte ein sehr schönes Bild gebraucht. Der hat nämlich gesagt, Schwachstellen kennen kein Gut und Böse, aber Böse kennen Schwachstellen. Wenn die also nicht geschlossen werden, solche Sicherheitslücken, werden Kriminelle sie missbrauchen. Was kann man noch reinschreiben in so ein IT-Sicherheitsgesetz, was aber leider gar nicht drin steht? Zum Beispiel eine Haftung für unsichere IT. Normalerweise gibt es Produkthaftung in Deutschland. Wenn man Föhn kauft und dann brennt man sich damit ab oder das halbe Haus, gibt es dafür eine Produkthaftung. Wenn aber zum Beispiel nicht der Toaster die Wohnung abbrennt, sondern der Toaster Teil eines Botnetzes wird, weil es ein smarter Toaster ist, dann zieht dafür keine Produkthaftung. Es gibt nämlich weitreichende Ausnahmen für alles, was irgendwie Hardware oder Software ist. Linus Neumann hat dafür gar kein Verständnis. Eine echte Haftung würde dazu führen, dass Unternehmen sicherere Produkte herstellen. Was er auch gefordert hat, ist eine Mindest-Update-Pflicht. So was Ähnliches wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum von Lebensmitteln. Das soll die Zeit sein, die man auf jedem Produkt lesen kann, bevor man es kaufen kann. Aber wo es auch eine bestimmte Frist gibt, die zwingend vorgeschrieben ist. Er hat das auch Markteintrittsbarriere genannt. Mit anderen Worten, wenn etwas keine, ich sag mal, Garantie hat für mindestens so und so lange, Handy, Software vielleicht, sagen wir mal, für 4-5 Jahre, dass man so lange Sicherheitsupdates bekommt, dann darf es halt nicht auf dem deutschen Markt vertrieben werden. So eine Mindest-Update-Pflicht würde viele Produkte viel sicherer machen und ist nicht in diesem Gesetz enthalten. Was außerdem fehlt, nach wie vor, wir hatten das schon im Ausschussreport in der letzten Woche, ist die Unabhängigkeit des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Kam natürlich auch zur Sprache in der Anhörung, muss ich nicht nochmal wiederholen. Das ist natürlich völlig auf der Hand liegend, dass es keine gute Idee ist, unter dem gleichen Ministerium eine Fachaufsicht zu haben, die einerseits für Geheimdienste da sein soll, die Sicherheitslücken gerne offen haben wollen und andererseits für das BSI, das sie gerne schließen möchte. Aber was war denn zu viel in diesem Gesetz? Zum Beispiel das IT-Sicherheitskennzeichen. Das ist nämlich freiwillig. Freiwillig dürfen Unternehmen für ihre Produkte erklären, ob die sicher sind in Bezug auf IT oder nicht. Wie sinnlos das ist, habe ich in einer Rede im Bundestag schon mal erklärt. Die verlinke ich euch unten bei den Links unter diesem Video. Könnt ihr euch bei Gelegenheit mal angucken. Kurz gefasst, stellt euch einfach vor, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Unternehmen mit unsicheren Produkten sich so ein Label besorgt, auf dem dann übersetzt auf Lebensmittel zum Beispiel draufsteht, macht fett und ist ungesund. Der Mehrwert für VerbraucherInnen
der passt zwischen diese beiden Finger. Null, würde ich mal sagen. Außerdem muss das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zwar bestätigen, ob so ein IT-Sicherheitskennzeichen zu Recht für ein Produkt vergeben wird, aber das macht das auf Basis der Papierlage. Ja, und so hat das auch der Sachverständige gesehen. Sicherheitslücken findet man nicht anhand der Papierlage, was oft daran liegt, dass gar nicht mal die Konzepte verkehrt sind, sondern die Umsetzung schlampig und damit gefährlich für alle, die diese Produkte benutzen. Außerdem hat Manuel Artuk noch kritisiert, dass es ja eben nicht ist wie beim Kühlschrank im Laden, wo ein Aufkleber die Information direkt transportiert, ganz leicht erkennbar für alle VerbraucherInnen, sondern da soll ja nur so ein QR-Code drauf. Den muss man scannen, überhaupt gar kein Problem für mich. Ich kann sowas ganz einfach. Aber es gibt ja auch Menschen, die weniger IT-affin sind. Die scheitern unter Umständen schon an so einem QR-Code, erfahren also nicht, was sie vielleicht dringend wissen sollten über so ein IT-Produkt. Das ist nicht verbraucherfreundlich. Überflüssig ist es aber sowieso, denn auf europäischer Ebene entsteht ein ähnliches Sicherheitskennzeichen, aber für alle europäischen Länder gleich, sowieso schon. Warum dann so ein deutscher Sonderweg? Niemand weiß das. Dieses Gesetz ist einfach für die Füße. Das hat auch noch einen Paragraph drin, der ist so kompliziert, den werde ich euch jetzt nicht noch näher auseinandernehmen. Das ist der sogenannte Huawei-Paragraph, wo man versucht hat, irgendwie Konsens in der GroKo zu finden, auf welche Art und Weise man eventuell chinesischer Firmen wie Huawei von der Ausstattung im 5G-Netz, also von kritischen Komponenten im 5G-Netz, Mobilfunkausbau, wie man die da ausschließen kann. Man hat da komische Klauseln gefunden. Das sind genau die, die ein Verfassungsrechtler bezeichnet hat als wahrscheinlich verfassungswidrig, überhaupt nicht anwendbar, in keiner Weise geeignet, umgesetzt zu werden. Also auch ein Schuss in den Ofen. Ich bin sehr gespannt, wie es mit diesem Gesetz in Zukunft weitergeht, denn einen derartigen Verriss in einer Anhörung habe ich noch nie erlebt. Ich sehe das genauso wie Sven Herpig von der Stiftung Neuer Verantwortung, der auch als Sachverständiger geladen war und anschließend Folgendes getwittert hat. Wenn nach dieser Sachverständigenanhörung das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ohne elementare Änderungen verabschiedet wird, können wir uns zukünftig entweder die Sachverständigenanhörungen oder gleich die gesamten Parlamentsbefassungen sparen. Da hat er recht, das soll mein Schlusswort sein. Wenn ihr auch künftig keine meiner Videos verpassen wollt, denkt dran, ihr könnt auf dieses kleine Glöckchen klicken, dann kriegt ihr immer eine Information, wenn wieder ein Video da ist. Noch ein kleiner Hinweis, in dieser Woche findet zwar wieder ein Digitalausschuss statt, aber leider ohne mich. Deswegen gibt es dann auch keinen Ausschussreport, aber dafür für euch diesen Report zur Anhörung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bleibt gesund und zuversichtlich und bis zum nächsten Mal.